Ja, bin ich dabei. Bin ich dabei, mein Freund? Na, ich mach mit. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Hä? Was ist da los? Komm mal raus aus dem Kamerading da. Also ihr seid bei mir in der Kamera drin, ich bin bei euch im Bildschirm drin. Willkommen zu einer weiteren Counter-Strike Go, ich wollte schon sowas sagen, Matchmaking-Runde. Ich spür's schon, ich hab's richtig im Urin, das Spiel wird übelst crank. Übelst crank werden wir hier gewinnen oder auf die Nase bekommen, aber ich will ein richtig drastisches Spiel haben, was richtig was? ey, ich freue mich ja voll auf so ein drastisches Spiel und Counter-Strike macht gar kein Spiel für dich, Bitch! Mach jetzt mal das Spiel, oh. Ich habe die AWP Hyper Beast, ich darf überall spielen. Super Laune. Super. Ich sage immer so, meine Laune ist da und da ist sonst. Aber der Spiel hat keine gute Laune, das denkt sich, Jan, du willst heute spielen? Oh, das ist jetzt aber echt blöd. Ich nett. Guck mal. Ich habe eine 1. Ich war schon mal Leader und schon mal ein Lehrer und schon mal freundlich. Ich war schon mal freundlich. Crank, oder? Also ich bin immer wieder selbst von mir überrascht. But playing competitive, you're committing the booty booty. Ich warte schon so lange. Oh, mir wird jetzt ganz bange. Ja! Weh, es drückt jetzt der letzte nicht auf, okay. Ich fahr zu ihm Helm und mach ihn tot. Mach ihn tot. Hey! Ah, er hat's gehört. Ich habe ziemlich laut gerade eben Hey gesagt. Wenn man ein gutes Organ hat, brauchst du gar kein Mikrofon. Der Computer nimmt die Stimme so, wenn du laut genug sprichst. Und später so ein paar Fünfjährige vom Laptop. Hallo! Kurz die Lippen anfeuchten. Okay. Okay, Männer. Ich will ein straffes Spiel sehen, ja? Keine FPS-Einbrüche. Du stinkst nach Käse. So wie früher immer. Kommt, wir spielen im Warm-Up immer ganz schlecht, damit die denken, wir sind voll schlecht. Und dann drücken wir denen voll einer rein. Ja, ja. Und dann immer Skillfaker. Ja, wir haben Mid Plus gesucht. Wer in Mid Plus reingeht, ja? Der kann doch nicht spielen wie so ein Bob, oder? Und dann sagen, ich hab ihn ja ausgemacht. Ja. Aber warum müsst ihr denn Russisch sprechen? Ich verstehe es nicht. Also wenn ich auf einen Server gehe, spreche ich immer direkt Englisch. Immer. Egal welches Spiel ich spiele. Auch wenn es Deutsch ist, ich spiele Englisch, ich spreche Englisch. Englisch ist eigentlich, also online auf jeden Fall die Weltsprache am PC, ja? Das ist die Weltsprache, um mir was anderes zu erzählen. Kick-Ass. Sorry. Ja? Oh mein Gott, nein. Was habe ich wieder getan? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gehört und Katar dachte, ja gut. Ist meine Smoke runtergefallen. This is so ridiculous. This is so ridiculous. Ey, ich hab ultra das Pro-Team. Die russische Fraktion ist wieder am Ab-Ejakulieren hier. Wir sind abgehen. Geil. Also so unlustig, wie die Sprache ist, ja. Spielen können sie. Ja, bin ich dabei. Bin ich dabei, mein Freund. Na, ich mach mit. Ich habe jetzt mittlerweile, Achtung, 5. Wisst ihr noch, letztes Mal vor 3 Spielen hatte ich nur 4. Merkst du was? Ey, schon wieder. Ich komme rein, höre rechts was und ich wechsle einfach mal die Waffe. Vorsichtshalber. Nicht, dass ich aus Versehen vorbereitet vor einem stehe. Grenade. Haha, den ersten habe ich schon mal gepimmelt. I'm so fucking tight. I'm so tight. Naja, ich bin schon ziemlich gut, ich weiß. Ich kann euch jetzt übersetzen, wenn die was sagen, okay? Ich habe nämlich mal Russisch gelernt. So im Affekt. Er hat ihm gesagt, dass wir lang gehen und dass ich sehr schön bin. Und der andere hat bestätigt, ja, sehr schön. Von unten kommt einer. Oh mein Gott! Habt ihr gesehen, wie unvorbereitet ich schon wieder war? Wie nackt ich da stand. So, hallo, willst du vielleicht meine Nippel streicheln? Na, gut. Er hat eben gesagt, Killer spielt sehr, sehr gut. Auf seinem Tacker steht bestimmt mehr als eine 5, hat er gesagt. Ja, gerade jemand hat nochmal gesagt, Killer, mach mal bitte mit deinem Tacker noch ein paar Kills. Jetzt hat er gesagt, wow, du bist immer noch sehr schön. Ich weiß auch nicht, was sie mit mir haben. Die wissen gar nicht, wie ich aussehe. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das war irgendwelche... Also ich glaube, das war so eine Hymne auf mich. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen schwer, die Sprache. Oh Gott, wie viele AWPs haben wir hier? Was hast du auch? Oh, ich wollte gerade sagen. Ich komme. Gerade hat er gesagt, komm. Und der andere sagt die ganze Zeit, dass mein Hintern toll wäre. Also ich meine, klar, er läuft hinter mir, aber das muss ja eigentlich nicht so laut sein. Von rechts. Mach du den links down, ich mach den rechts down. Oh my God, I'm so fucking tired, I know it. Because I'm sexy. Achtung, ich muss hier mal durch. Fuck. Ja, der Außen ist down. Nice. Hey, Penis, hier ist für dich. Alter, wie sie eskalieren. Na also, habt ihr gesehen, wie man das Smoke schmeißt? So schmeißt man die. Oh shit, auf lang ist einer. Leicht unangenehm. Hat er Pit gesagt? Hab ich nicht verstanden. Ich dachte, der Erste will mich wieder anbaggern oder sowas. Manchmal ist Russisch ein bisschen schwierig. Zwischen du bist geil und Pit ist da nicht viel. Das gibt sich nicht viel. Die Unterschiede sind nur marginal. Nicht vaginal, Leute. Drauf jetzt rumzukichern. Seid ihr 12 oder was? Oh mein Gott, noch einer. 23. Also ich bin wirklich gut. Immerhin nicht Letzter. Aber es ändert sich wahrscheinlich gleich. Da bin ich nämlich Erster. Es ist so cool mit einem 4-Mann-russischen Team.
Es war kurz ein bisschen laut. Nein, er hat die Bombe gefunden. Scheiße. Ich hab dumm gesmoked, hat er schon recht. Er hat gerade gesagt, Killer, du bist zwar echt cool und einer der besten Menschen der Welt, aber deine Smoke war jetzt nicht so ultra gut. Sie war jetzt nicht so ultra gut, so hat er es ungefähr gesagt. Den genauen Wortlaut kann ich nicht wiedergeben, weil da noch so viele Schmeicheleien dabei waren, dass es mir fast peinlich ist. Also mein Russisch ist auch nicht so gut. Ich kenne nur die ganzen Schmeicheleien, weil ich oft in russischen Clubs bin und die Frauen sich dann natürlich immer an mich schmeißen und dann anfangen. Wah, wah, wah. Hey ho, Bitches? Hui! Oh fuck! Kinder, das ist nicht mein Spiel hier. Spielerisch eine totale Katastrophe, aber kommentatorisch, ja, kann man alles reinhauen hier, da kann ich verzähle. Wir hüpft Gummirussen, hüpfen hier und dort und überall. Sie hüpfen auch auf Alang rum, ja, sie ficken dich. Es ist jetzt, steht 2 gegen 1. Unser Russe hat kein Leben mehr und hat somit verloren. Schlecht. Hey, ich muss jetzt wieder gut werden. Mal die da hochkremple. Mm. So gucken Kinder, die andere Kinder vergewaltigen. Mm. Da ist einer auf dem Spott. Ich hab ihn gesehen, den Idiot. Ich hab ihn ganz fest gesehen mit meinen Augen. Komm, wir gehen auf. Ah, scheiß, nein. Wow, nicht mit mir mit eurem Feuerteppich da. Ganz gerade behalten. Noch einer. Is it going to explode? I'm gonna fucking explode. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meiner Performance. Guck mal, 4 Kills. 4. Ich weiß, Kills sind nicht wichtig. Und theoretisch habe ich tatsächlich einen großen taktischen Beitrag geleistet, indem ich die Bombe gelegt habe. Aber ist es so schwer, die Bombe zu legen? Für manche schon. Ich weiß, ihr wisst ja, wie ich mich oft aufrege, weil die Leute so behindert sind und mit der Bombe wegrennen. Aber jetzt für normale Menschen ist wirklich kein Problem. Man spricht einfach Englisch und jetzt die Mutter... Nicht irgendeine Sprache, die keiner versteht. Ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die Russisch sprechen, ist mir schon klar, aber hopp Leute, kommt die Online-Weltsprache, ist Englisch. Alter, Alter, Alter. Oh mein Gott, 2. Ich hab Jesus. James habe ich gekillt. Ah, jetzt haben wir die Bombe nicht dabei. Egal, wir räumen über B auf. Komm. Alter, ist der Schuss hier irgendwie angekommen? Also, es wird langsam besser, aber ich bin echt immer noch irgendwie unzufrieden, wie ich da rumrenne, immer so... Ist die verkackte Bombe, auf jetzt die Bombe da rumzuschmeißen. Guck, jetzt sind sie schon soweit. So, und schon hat Jesus hier unsere AWP geknallt. Ja! Grenade! Bam! Ich habe jetzt 3 Leute gepimmelt. Leute, Hilfe! Ja, ich hätte kurz gehen sollen, ich weiß. Ja, aber ich habe 3 Leute gekillt, also ich würde mal sagen, ihr haltet jetzt alle mal die Fresse. Er geht einfach durch. Jawohl, Team Switch, wir nehmen 31 Minuten auf. Ja, warum auch nicht? Es wird ein Spaß, diese Sachen zu schneiden. Mitte ist auch gleich einer durch. Wie sie uns überrennen. Einfach, ich habe einfach auf Windows-Taste gedrückt. Ich bin echt windoof. I'm just so darn. Ich bin so schlecht wie ein... 5-Jähriger, der Counter-Strike spielt, aber schlecht. Ich gucke so um die Ecke mit 3 Schuss. Hallo, pum, pum, pum. Ja, kurz ins Durch. Aha, Kinder, ich kann euch doch nicht verstehen. Huhu. Der hat eine Bazooka auf Short. Fuck. Oh mein Gott, wie er eskaliert. Der Hunter, der russischen Hunter, du. FPS sind wieder weg, super. Karte läuft voll, nein. So, ich hoffe, die Aufnahme bleibt jetzt bei diesen FPS. Da steht dann einfach 55 oder 50, aber es spielt sich wie 3. Dusche heißt Dankeschön. Ich sehe es wieder kommen. Das wird eine Ausspielung. Ah, oh Gott, wie knapp. Oh Gott, das trifft mich. 44, ultra cool. Ich habe ihm wieder 80 gegeben und verreckt. Es ist so lächerlich, wirklich. Ich gebe ihm 80 Damage. Na also. Nein! Ich habe ihm schon wieder 88 gegeben, Mann. Es ist so behindert, wirklich. Bitte können wir unser Matchpoint jetzt einfach gewinnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, von hinten noch. Respekt an die Russen hier. Die callen die ganze Zeit, gehen richtig ab. Nice, hat den AWPler gefickt. Nice. Ultra fett. Rank up. Yeah. Und irgendwie irgendeine Waffe. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Folge schön eurer Mutter zeigen, damit sie den Daumen hoch geben kann. Ja, und so weit, so gut. Bis dann.